Eivor? Spross Varins! Eivor Wolfsmal, bist du es? Kennen wir uns? Du warst zu jung, um dich zu erinnern, aber vor vielen Jahren war ich Gast in eurem Haus. Das ist für dich. Sotung Smethorn? Wie ist das möglich? Kannst du Dinge aus Träumen heraufbeschwören? Das ist nur eine Nachbildung. Ich fertigte es nach einer Geschichte deines Vaters. Doch da er tot ist, biete ich es dir an. Es sieht genauso aus wie vor meinem inneren Auge. Wie Varin es beschrieben hat. Hast du noch mehr Dinge aus Geschichten gefertigt? Nur wenn sie kunstfertig erzählt wurden, wie es dein Vater tat. Er wäre ein guter Skalde gewesen. Könntest du dasselbe bei Träumen oder Erscheinungen tun? Also etwas aus jener Welt in diese bringen? Nicht alle, die träumen, sprechen und noch weniger sprechen, klar. Seherinnen reden zu viel und trüben deinen Blick mit... Wie bitte? Mit... Ihr wollt Dinge aus anderen Welten hierher bringen? Eher sie aus der Vorstellung in diese Welt heben. Habe ich erst das Bild, spricht es zu mir in einer Sprache, die ich nicht kenne und doch verstehe. Das ist Sotung Smethorn, Valka. Aus Jötunheim. Wie Varin es ihm beschrieb. Mir gefällt dieser Handel mit Traumbildern nicht. Aber wenn dadurch gute Erinnerungen an deinen Vater geweckt werden, ist er vielleicht nicht wertlos. Ich werde dir einen Trank bringen, durch den Eivor träumt und doch klar spricht. Wenn du ihn ausnutzt, wird dein Tod schmerzhaft sein. Du brauchst dir nicht so viel Mühe zu machen, wenn du mir das Rezept gibst. Ich werde dir den Trank bringen. Grabe nur nicht zu tief. Wir kennen den wahren Preis all dessen nicht. Es wird die Götter nichts kosten. Du hast ihn gehört. Er entnimmt keine Dinge aus ihren Reichen. Er stellt sie sich vor und fertigt sie an. Die Götter mag es nichts kosten. Aber dich. Ich bereite die Werkstatt vor. Komm vorbei, wenn du beginnen möchtest. Eivor? Du wirst bei mir sicher sein. Valka hat versprochen, dass jedes Leid, das dir widerfährt, mich 10-fach ereilt. Sie kümmert sich um ihre Leute. Doch auch ich muss dir ein Versprechen abnehmen. Du darfst zu niemandem davon sprechen, was auch geschieht. Ich schwöre bei meinem Leben, ich werde mit niemandem außer dir darüber sprechen.
Wenn du mir nah bist, lieber Rabe, ist mein Gedächtnis klar und mein Ziel ebenso. Dort unten in Niflheim sieht es anders aus. Du weißt, dass ich dich nicht mitnehmen kann. Ich schaffe es selbst nur gerade so durch den Schutzwall, wenn ich meine treuen Waffen zurücklasse. Nun schmoll nicht. Ich werde dich nicht aufs Spiel setzen. Wer sonst sollte mich an mein Ziel erinnern? Ja, Balder, mein Sohn. Das Licht der Welt, eingesperrt in Hels finsteres Schloss. Er wurde zur Folge geholt, uns gestohlen. Ich werde nicht ruhen, bis ich dem Schicksal getrotzt und Balder von den Toten zurückgeholt habe. Du hast recht, Munin. Wenn es geschehen soll, dann am besten schnell. Zeit für einen Besuch bei Hel. Ein Denkmal aus deinen Knochen errichte. Ich gab dir dieses Reich, Kind. Doch werde ich es auslöschen, wenn du mir Balder verwehrst. Du gabst mir eine karge Welt, voll Entehrter und anderer Unerwünschter. Ich gab ihnen einen Sinn. Welchen Sinn? Ein Nachleben des ewigen Todes? Nein, eine neue Art Leben, unberührt von der Angst vor dem Tod. Wer mir dient, soll wiedergeboren werden. Die Lust auf Wildschwein ist mir vergangen.
Willkommen, hoher Wanderer, im Heim von Dani, dem Toten. Leider kann ich nicht viel Gastfreundschaft bieten. Mein Feind war vor mir hier. Ich bin nicht der Wanderer, nur ein einfacher Reisender. Spar es dir, Harvey. Ich komme herum. Oder zumindest war das so, bis Dorf meine Gießerei übernahm, meine Männer einsperrte und die Seile kappte. Seile? Als ich die Gießerei leitete, ließ ich überall in Myrkraland Seile spannen. So konnte ich schnell Teile liefern. Mit Seilen. Klingt nach einer großen Sache. Als hättest du ein Heer ausgerüstet. Ich konnte 100 Heere ausrüsten. Doch was nützt das noch? Nun, da Dorf und seine gedungenen Feuerriesen sich alles genommen haben. Sind noch ein paar dieser Seile einsatzbereit? Nicht viele. Doch wenn jemand meine Männer befreien würde, könnten wir sie wieder spannen. Damit kommt man in Myrkraland blitzschnell voran. Klingt nach einem guten Tausch. Wo werden deine Männer gefangen gehalten? In der Gießerei. Es gibt 2 Schlüsselbunde, die sich im Besitz von Feuerriesen befinden. Wenn ich also die Schlüssel von den Feuerriesen hole und deine Männer befreie, repariert ihr die Seile. Sind meine Leute frei? Hol ich mir die Gießerei zurück und bei Durin, wir knüpfen mehr Knoten als die Nornir. Gastfreundschaft ohne Gastgeber. Sind diese Getränke für die Toten oder kann man sich bedienen? Diese Nachricht erklärt es vielleicht. Welchen soll ich wohl wählen? Bei Buris Galle, meine Kehle brennt. Nur ein Trunk pro Besuch? Auch Großmut hat seine Grenzen. Das in den Käfigen müssen Danis Leute sein. Du hast mir einen Gefallen getan. Danke. Myrkraland, vereinigt euch! Tod für Tod! Hilfe! Hilfe! Mal sehen, ob Dani, der Tote, seinen Teil der Abmachung einhält.
Bist du eine von Hels gescheiterten Schöpfungen? Welch schändliches Verbrechen hat dir dieses grausige Los eingebracht? Das verdanke ich nicht den Nornir, sondern dir und dieser Hündin Brünnhild. Hast du so viele Goten verraten, Eidbrecher, dass du ihren König nicht mehr erkennst? Hjalmgunnar, warum hat dich Hel als so garstiges Ungeheuer erweckt? Ich habe mich selbst aus verwaisten Gliedern und nutzlosem Fleisch neu erschaffen. Ein Werk aus Abscheu geboren, von Rache befeuert und von Hass getrieben. Stärker bedauern, wäre er nicht so ein Arschling.
darin badet, würde gekocht. Jetzt führt kein Weg zurück. Du kannst jetzt drüber! Warum diese Brücken instand setzen, wenn sie einfach zerfallen? Ich will dir nicht zu nahe treten, doch es erscheint mir recht sinnlos. So ist das Leben unter den Toten. Die Fäulnis, die an den Brücken nagt, wird von denselben Händen gefüttert, die ihre Instandhaltung fordern. Und wessen Hände sind das? Die Hände Nidhöggs. Ein verdorbener Haufen von Druiden, Geheimkundlern und Priestern, die dem Herrscher dieser Pestinseln dienen. Nidhögg? Den Namen kenne ich. Ein Wesen, dessen Boshaftigkeit geradezu sprichwörtlich ist. Er herrscht hier? Ja, er saugt den Saft aus Yggdrasils Wurzeln, während seine Hände ihm die Lebenden und die Toten zum Fraß vorwerfen. Diejenigen, die für die Brücken zerfressende Fäulnis verantwortlich sind? Würde es mein Vorankommen erleichtern, wenn ich sie auslösche? Nidhögg ist der wahre Quell der Fäulnis. Doch ohne seine Hände würde ihre Ausbreitung verlangsamt. Fang mit meinem Besitzer an. Ein düsterer Druide, der dieses Gebiet durchschreitet und in seinem Aufzug Angst und Abscheu hervorruft. Mit etwas Glück bemerkt der Druide mein Kommen nicht. Where the whore of Waravon? Down here, right? I'm all the man! Tachlis Tersler and Martin from the hat! Einige Habseligkeiten des Druiden könnten unter diesen Verkommenen von Nutzen sein. Dein Laden ist schwer zu finden. Ist das denn gut fürs Geschäft? Das soll die verfluchten Wölfe fernhalten. Hat aber nicht viel gebracht. Jedenfalls, wer nicht schlau genug ist, meinen Laden zu finden, hat auch nichts, was sich lohnt. Da könntest du recht haben. Selbstverständlich habe ich recht. Kommen wir jetzt ins Geschäft, oder was? Ich würde gerne sehen, was du hast. Schwarzen.
erspare mir deinen fauligen Atemwurm! Ah, der Allvater sucht seinen Sohn. Auch mir ist mein Nachwuchs lieb und teuer. Sein Geschmack bereitet mir Wohlbehagen. Ein vortrefflicher Plan. Lösche die Deinen aus. Sie tragen nichts zu den Welten bei. Schrecken, Schmerz, Tod. All das ist weit mehr als nichts, wie ich dir gern zeigen werde. Thank you.
Wer von Nidhögg verschlungen wird, kehrt nie zurück. An mir wird er sich verschlucken. Glaubst du, du könntest mich aussperren? Ich zog dein Reich aus Ymirs Arsch! Ich stoß es zurück in die Leere, wenn es scheinen muss! Ich glaube, sie können dich nicht hören, alter Mann. Bist du gekommen, uns zu helfen, mein Sohn? Ich bringe Kunde aus der Heimat. Der Krieg klopft an die Tore Asgards, während du dich dem Traum von Baldurs Rettung hingibst. Mein Leben lang tue ich das Undenkbare und widersetze mich jeder Erwartung. Wie könnte ich weniger tun, nun da das Leben deines Bruders auf dem Spiel steht? Mein Stiefbruder ist tot. Da steht kein Leben auf dem Spiel. Du bist voller Ratschläge für alle, die dir zuhören. Doch selbst bist du taub dafür. Kannst du einen Weiseren nennen als mich? Einen, der mehr gekämpft und eingesteckt und geopfert hat als ich? Nein. Dann hoffe ich, mein Sohn, du verstehst, warum ich Ratschläge nicht so leichtfertig annehme. Also gehst du zurück. Zurück nach Niflheim. So oft es notwendig ist. Haben wir uns schon mal getroffen? Du kommst mir bekannt vor. Vielleicht kennst du einen meiner Brüder. Wohnen die hier in der Gegend? Sozusagen. Irgendwie. Sie sind tot. Und sie landeten in Niflheim, weil, na sagen wir, sie wurden in unschöne Dinge verwickelt. Und doch kommst du her, um sie zu ehren. Ich ehre sie nicht. Ich bereichere mich. Ich bin mit meinen Brüdern verbunden. Wie du mit deinen Raben, nur enger. Wenn ich am Rande Niflheims stehe, sehe ich, was sie sehen. Höre ich, was sie hören. Rieche ich, was... Ich verstehe schon. Doch was bringt dir das ein? Oder mir? Ich habe einige Geheimnisse der Toten erfahren. Kleine und große Zauber, die ich dir als Gefallen anbieten kann. Wie wär's? Das kommt darauf an. Was hast du im Angebot? Warum kehrst du zurück, Ältester? Warum stellst du dich mir nicht, Königin der Entehrten? Oder besser noch, gib mir meinen Sohn zurück und ich lasse dich in Frieden! Ich kann totes Fleisch zu neuem Leben formen. Mit einem Flüstern rufe ich ein Heer herbei. Was lässt dich glauben, du hättest noch Macht über mich? Dass du deine wahre Gestalt nicht zeigst. Was fürchtest du? Was mich ängstigt, übersteigt deine Vorstellungskraft. Deine Angst hingegen ist unter den Toten wohlbekannt. Thank you.
längst nicht mein erster Wolf. Dani hat keine Zeit verschwendet. Ich sollte ihn an unsere Abmachung erinnern. Glückwunsch zu deinem Wohlstand, Toter. Ich nehme an, Dorf ist nicht länger ein Problem. Ich ließ ihn in die Lava werfen. Er wird nicht lange tot sein, aber der Weg zurück ist weit und schmerzhaft. Wo wir von Wegen sprechen, du versprachst mir, die Reise zu erleichtern, sobald du dein Amt zurück hast. Hab ich das? Das klingt nach meinem alten Ich. Einer schwachen, erbärmlichen Gestalt, allein in einem zerfallenen Heim. Dani, der Tote, Seilspanner und Vorarbeiter von Hels Gießerei, lässt sich nicht durch Versprechen binden. Kommt von den Seiten! Vollgesicht! Voran! Verlieren wir keine Zeit! Ein Krieger wie du könnte mir nützlich sein. Du hast mich von Anfang an benutzt. Weiter! Schnitz den Wurm auf! Wirf gefälligst! Einfach peinlich! Gib mir einen Grund, dich nicht in die Lava zu werfen. Ich musste sicher gehen, dass du es warst und kein Nachahmer, der deinen Ruhm für sich nutzt. Hier unten gibt es ehrlose Leute. Ich habe keine Zeit, mir die Hände mit dir zu beschmutzen. Du wirst dein Versprechen einlösen. Sonst bei Durins Bart. Natürlich, natürlich. Und als Zeichen des guten Willens arbeiten meine Leute in Doppelschichten. Bei halbem Lohn. Das wird nicht nötig sein. Ich weiß. Doch sie dürfen nicht glauben, ich wäre weich geworden. Allvater! Dein Schicksal beschämt mich, Hjalmgunnar. Ich hätte dir den versprochenen Sieg geschenkt, wären mir durch die Nornier nicht die Hände gebunden. Ich scheiß auf deine Scham! Ich verlor mein Leben und mein Reich und werde erst ruhen, wenn ich deins vernichtet habe. Ich sollte nicht überrascht sein, dass du von oben geschickt wurdest. Nicht geschickt. Ich habe eigene Ziele. Genieße deine Freiheit. Ich folge meinem Schicksal. Bleibst du einen Augenblick, wenn es deine Reisezeit um die Hälfte verkürzt? Du versprachst mir bereits Schnelligkeit, bevor ich dir half, und noch bin ich nicht weiter als zuvor. Gut Ding will Weile haben. Du hast eine Schlange erschlagen, nicht das Nest ausgeräuchert. Ich habe nicht die Zeit, einen ganzen Kult zu jagen. Ich erwarte nicht, dass du alle Hände Nidhöggs vernichtest. Ich brauche nur einen Gegenstand. Von einer Händlerin. Ach so? Ich schätze, ein Trell hat nicht genug Geld, um dieses Ding zu kaufen. Ich habe für meine Freiheit gespart. Es soll alles dir gehören. Ich brauche nur 3 Steine, die du wahrscheinlich kostenlos bekommst. Wozu brauchst du mich dann überhaupt? Hol sie dir doch selbst. Sie macht keine Geschäfte mit Trell. Doch ich sah meinen ehemaligen Besitzer zu ihrem Laden gehen. Er ist irgendwo beim Turm. Ich hungere noch mehr als dem nächsten Mal. Geh mir aus dem Weg oder spüre meinen Zorn. Du willst deinen Sohn retten? Ein Sesafras.
Wie gern würde ich ihm das Mark aus den Knochen saugen. Nitek spielt gern mit seinem Essen. Drachen verspeise ich zum Abend. Jedes Mal, dass du mich hinauswirfst, macht mich nur stärker! Du schärfst meinen Willen wie eine Zwergenklinge! Ich werde dich aufschlitzen, Wehl! Hey, du! Ich habe das zu oft gehört! Ich ertrage es nicht länger! Das Schwierige an Kindern ist ihr völliger Mangel an Geduld. Wie kannst du so etwas sagen? Und wer braucht schon Geduld? Wann hat sie je einen Krieg entschieden? Nahezu jedes Mal bei der Vorbereitung auf die Schlacht. Nein, nicht noch mehr deiner Weisheiten. Bitte, Vater, entbinde mich von meinem Schwur. Schwur? Welcher Schwur? Wenn ich dir das sage, breche ich ihn. Dann breche ihn, wenn es dich so drängt. Hast du geschworen, meine Amme zu sein, mich zu bemuttern? Dann entbinde ich dich davon. Ich schwor auf den Kopf Jörmungands, der Midgardschlange, und den glorreichen Tod, den ich hier bringen werde. So sprich die Wahrheit. Werden deine Worte mich an meinen Taten zweifeln lassen? Meine Gedanken mit Zweifel tränken? Kann ich nicht sagen. Dann tut es mir leid. Ich möchte dich nicht mit meiner Trauer belasten. Doch bist du hier, und Balder ist es nicht. Ja. Daran, dass die Regeln des Todes hier anders sind. Weitere Trünke stehen zu. Welchen soll ich wohl wählen? Bei meinen Lenden, wie erfrischend! Ein Denkmal aus deinen Knochen errichte. Ich komme immer wieder, wie deine Toten. Ich lerne, werde stärker, bis ich zurück habe, was mein ist. Du weißt nichts über meine Toten. Nicht alles, was ich tue, dient dem Krieg. Wenn auch nicht viel.
Was dir auch angetan wurde, Riese, deine Taten haben meine Schuld getilgt. Meine Ehre wird erst wiederhergestellt sein, wenn ich dich zermalmt habe. Sei gegrüßt, Krämerin. Ich suche drei Steine. Na endlich! Warum meldest du dich erst jetzt? Ich mag es nicht, wenn schicksalhafte Gegenstände ewig hier rumliegen. Du wusstest, dass ich wegen der Steine kommen würde? Bist du eine Seherin? Nein. Doch hier unten hat man ab und zu zwangsweise mit Weissagungen zu tun. Ich biete, was gebraucht wird und stelle keine Fragen. Eine verschwiegene Gehilfin des Schicksals. Da sind die Steine. Komm wieder, wenn du in Einkaufsstimmung bist. Geld ist hier stets willkommen. Ah, der Duft von frischem Aasen. Koste deinen Untergang.
Thank you.
Ich bin ein Gast. Selbstverständlich, sonst wärst du nicht hier. Die Frage ist, was du mir mitgebracht hast. Ich bin ein armer Gast ohne Geschenk. Du bist neu hier, also lass ich dir das durchgehen. Wer zum Schloss gelangt, ist üblicherweise auf dem Weg an wertvolle Gegenstände gekommen. Und du sammelst sie? Ich verkaufe sie. Hel mag keine Staubfänger und ich werde für meine Mühen entlohnt. Kann ich dich vielleicht für etwas begeistern? Es wäre mir eine Ehre, deine Waren anzusehen. Du bist überaus hartnäckig, Harvey. Wo ist Walder? Und so zielstrebig. Sag, was hältst du von meinem Heim? Ähnelt es deinen frühen Erinnerungen an diesen Ort? Merkwürdig. Ich kann mich nicht erinnern, wie es hier war. Und doch scheint es mir seltsam vertraut. All das ist nicht von Belang. Wo ist mein Sohn? Wo ist Balder? Er ist tot und für dich unerreichbar. Was ist nötig, damit du das endlich einsiehst? Nicht weniger, als es aus Balders eigenem Mund zu hören. Ich kenne dich besser, als du denkst. Selbst sein Wort wäre nicht genug. Bring mich zu Balder oder mach dich bereit zu kämpfen. Was glaubst du, was ich getan habe? Nach dem Vorspiel hatte ich mehr erwartet. Ich teile deine Enttäuschung.
tust gut daran, dich hinter deinen Ungeheuern zu verstecken, Tochter Lokis! Wärst du hier, würde ich dir... Du musst nicht zur Waffe greifen, mein Gemahl. Dies ist kein solcher Besuch. Wir müssen über Baldur sprechen. Wie ehrbar. Dein Schwur scheint dich nicht davon abzuhalten, dich bei deiner Mutter zu beschweren. Dieser Trollschiss hat dir also von Baldur erzählt, ja? Oder hast du mich in deinen Spiegeln und Teichen beobachtet? Ich brauche weder Thor noch Seder. Du bist am Rande Niflheims und siehst furchtbar aus. Selbstverständlich geht es um Baldur. Jötner sprechen mit Muspels Volk. Tyr glaubt, dass sie gemeinsam Asgard angreifen werden. Tyr wird wissen, was zu tun ist. Schließlich war er einst Kriegsherr. Er wird sich diesen Titel zurückholen, wenn du nicht aufpasst. Was kümmern mich Titel oder die Riesen? Ich sah Baldurs Leichnam, sein Licht erloschen. Wie kann ich dasselbe Licht auf Hels dunklem Thron sitzen sehen und nicht handeln? Du sahst ihn auf Hels Thron. Ich wusste nicht, dass du ihr Schloss erreicht hattest. Nein, ich dachte nicht. Ich konnte mich nicht erinnern. Vielleicht war es eine Vision. Du bist vieles, Fürst der Fürsten, doch ein Seher bist du nicht. Ah, sein Geist ist verwirrt. Wir sollten ihn nach Hause bringen. Ich ahne ein schwer zu entwirrendes Rätsel. Asgard wird heute nicht fallen. Ich bleibe und mache mir ein Bild, ehe ich ein Urteil fälle. Danke, dass du an mich glaubst. Ich werde glauben, was ich sehe. Danke den Nornia, dass sie mir Geduld schenkten. Ach, Hels Nebel trübt mir die Sicht. Du hast Hel überwunden. Kämpfte Garm an ihrer Seite? Ist er wirklich der beste aller Hunde? Ihr Band ist stärker als das, welches mich mit Munen verbindet. Hel verlieh Garm Leben und gewann somit seine grenzenlose Treue. Warum kehrst du zurück, Ältester? Du glaubst, ich fürchte deine Schöpfungen? Ich hatte schon unerregendere Albträume. Welch bemerkenswerter Gedanke. Wenn man Erinnerungen ernten kann, kann man dann auch Träume säen. Wenn du zu schwach zum Spielen bist, lernen meine Haustiere nichts.
Sie beschwört eine Vision herauf, um zu helfen. Ein Geschöpf. Weder tot, noch lebt es so recht. Es nagt an den Toten und am Wurzelgeflecht. Oh, könnte das Heel sein? Ein mächtiger Thron, dunkler Raum ohne Sicht. Eine Hoheit, deren Herz erfüllt ist mit Licht. Das klingt wie deine Vision, Balder auf einem Thron. Sei still. Ein Opfer gebracht, die Hoffnung entfacht. Ein Prinz wird gefunden, ein anderer gebunden. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Du hast meine Erwartung bestätigt. Ich muss mich Heel stellen, um Balder zu finden. Und der Teil mit dem Opfer? Vergiss das Opfer nicht. Ein Opfer? Das war zu erwarten. Ich bin der König der Opfergaben. Und ich bin zu müde, um zu streiten. Tu, was du tun musst, aber sorge dafür, dass sich der Handel lohnt. Diesen Blick kenne ich. Du hast Wölfe bekämpft, oder? Etwa ein Tier, das Lokis so nahe kommt. Heel hat ein paar schreckliche Geschöpfe hervorgebracht. Doch keines kann sich mit Fenrir messen. Der Steine hat ihre Kraft erweckt. Ist es das, was den Trell niederstreckt? Mir ist Blut, ist das heiß! Menschlich und so weiß. Dieses Wesen wird von einer Macht beschützt. Ich muss sie irgendwie aufheben. Da ist eine Schwachstelle, Wolf. Ich lasse nicht zu, dass sie dir etwas tun, Systir! Systir wird sich erholen, sobald ich sie vom Einfluss der Mondsteine entferne. Entfernen? Ich dachte, die Steine helfen ihr, dem Zauber zu widerstehen. Nein, sie schwächen uns. Unsere wahre Gestalt ist der Wolf. Ich warte, bis du fort bist. Sie könnte verwirrt sein.
Ah, verstehe. Es freut mich, dass Familienbande an so einem Ort bestehen können. Doch werde ich froh sein, ihn endlich hinter mir zu lassen. Nicht alles in diesen Landen ist so verdorben wie der Drache, der daran nagt. Einige hegen Hoffnung für die Wiedergeburt namens Ragnarök. Ich danke dir und verspreche, wenn du schwer verwundet bist, werden wir es wittern und dir zu Hilfe eilen. Das muss der geheimnisvolle Mundschenk sein, der überall im Land... Ah, welch seltene Freude, einen meiner Koster selbst zu treffen. Nur wenige kommen so weit. Koster oder Opfer? Das kommt aufs Gleiche hinaus. Hier geht es um Ergebnisse, während für mich die Gesamterfahrung entscheidend ist. Ich ließ überall in Niflheim unbemannte Stände errichten, sodass Freiwillige ohne Vorurteile oder Druck kosten können. Wie kannst du die Wirkung einschätzen, wenn ihr niemand beiwohnt? Die Wahl des Getränkes zeigt, welches ansprechender ist, während sich die Todesursache auch dem ungeschulten Auge klar erschließt. Todesursache? Wenn Mord das Ziel ist, gibt es einfachere Wege. Ich wollte sagen, Ursache und Wirkung. Dennoch möchte ich es gerne selbst beobachten. Trink doch etwas. Das muss der geheimnisvolle Mundschenk sein, der überall im Land trinkt. Welchen soll ich wohl wählen? Bei Buris Galle, meine Kehle brennt! Das muss der geheimnisvolle Mundschenk sein, der überall im Land Trünke hinterlässt. Sind seine Absichten gut oder böse? Anfangs warst du eine unterhaltsame Ablenkung. Mittlerweile bist du nur noch lästig. Ich werde dir keine Ruhe lassen, bis ich wieder mit Baldr vereint bin. Wenn dem so ist, kannst du ihm in den Tod folgen. Oh.
Komm nicht zurück! Ich verspreche nichts! Was ist dort unten geschehen? Ich durchbrach viele von Heels Wellen, doch ihre Truppen schlugen mich zurück. Warum fragst du? Spürst du etwas? Es gab einen Stoß aus Niflheim. Ich weiß es nicht anders zu beschreiben. Du spürtest ihn körperlich? Nein, eher in meinem Huge. Eine gewaltige Kraft, aber in großer Ferne. Wie ein mächtiger Wind, der aus fernen Landen herüberweht. Ah! Nicht so schüchtern. Ich kann nicht viel Schaden anrichten. Noch nicht. Warum dann der Aufwand, Trude? Diese schwache Vorstellung ist lächerlich. Ein Versuch. Auch ich habe einen Spalt im Wall gefunden. Einen Riss, durch den die Flut hereinbrechen könnte. Du begibst dich nur in Gefahr, wenn du dieses Geplänkel fortsetzt. Lass Baldur frei und es kann hier enden. Enden? Doch es gibt noch so viel, das ich über euch erfahren will. Und euer Land. All die weichen Stellen. Geh fort! Sobald ich die richtige Wurzel gefunden hatte, war es ein leichtes, sie zurückzudrängen. Doch sie hat recht. Sie wird in diesem Schutzwall herumstochern, bis das Totenreich hindurchbricht. Ich spielte mit dem Schicksal der neuen Welten und könnte sie an die Mächte der Zerstörung verlieren. Möglich. Und möglicherweise wird Hel die Botin dieses Untergangs sein. Doch ich konnte noch etwas spüren. Sie hatte Angst. Angst? Wovor? Von mir? Tu nicht so. Selbstverständlich fürchtet sie dich. Oder was du entdecken könntest. Was also willst du damit sagen? Dass ich so weitermachen sollte, auch wenn es den Wald schwächt? Wenn irgendetwas aus diesem verruchten Reich entwischt, schicke ich es zurück. Nach der ganzen Warterei brauche ich Bewegung. Gut, dann sollte ich jetzt deinen Stiefbruder holen. Sie ist wieder... Halte ein, Schildmaid. Ich bin es nicht, der dich quälte. Das weiß ich nun. Und ich danke dir, dass ich nun wieder eins bin. Ein schmerzhafter Gefallen, doch letztlich trug er Früchte. Wie kamst du zu dieser seltsamen Heilkraft? Liegt es an diesem Ort? Ich war ein Mensch, ehe Hel mich veränderte. Sie tat es nicht selbst, doch war es zweifellos ihr Wille. Krieger, die im Tod stärker werden, wären ein mächtiges Heer. Gibt es noch viele wie dich? Ich weiß es nicht. Es ist, als hätte man einen Teil meiner Erinnerung abgeschlagen. Doch meine Schuld bei dir vergesse ich nicht. Bleib meinem Reich fern, alter Mann! Erst will ich meinen Sohn sehen! Bist du sicher, dass er dich sehen will? Ah!
Weißt, wer hier die Macht hat. Gib mir meinen Sohn! Ich wusste, dass dieser Plan scheitern musste. Es ist schwer, einem Asen die Erinnerung zu nehmen, ohne beide zu vernichten. Dann hast du mein Gedächtnis verfälscht. Wieso? Wieso vernebelst du meine Gedanken und schwächst meinen Willen? Ach, der Vorgang war kein völliger Misserfolg. Du weißt wirklich nicht mehr, dass dies Baldas Einfall war? Balder würde mich nie so benutzen. Oh doch, wenn es einem höheren Zweck diente. Es war sein Plan, die Ausführung überließ er mir. Ich musste nur versprechen, dich nicht zu töten. Aber warum solltest du ihm helfen? Was hättest du davon? Ist es so schwer zu glauben, dass eine, die so viel Tod gesehen hat, vom Licht angezogen wird? Das muss ich aus seinem Mund hören. Das lässt sich einrichten. Bald. Sei gegrüßt, Vater. Willkommen in meinem Heiligtum. Es ist nicht viel, doch wird es bis zum Ende dieser Welt genügen. Hel erzählte mir etwas, das ich nicht glauben wollte. Alles davon ist wahr. Um mein Schicksal zu erfüllen, müssen mich meine Feinde für tot halten. Sie dürfen die Wahrheit nicht erfahren. Nicht einmal von dir. Wer sind diese Feinde? Ich werde sie vom Antlitz der Welt fegen. Dies ist nicht dein Kampf, Vater. Er wird weit über deine letzte Schlacht hinaus andauern. Also wolltest du mich von meinen Erinnerungen erlösen? Aber wenn das nicht geklappt hat... Du musst Munen opfern. Deine Erinnerungen gehen nicht verloren. Ich bewahre sie. Und ich schenke dir einen neuen Raben, Sühnen, um dir zu helfen, nach vorn zu blicken. Es gibt so vieles, das ich sagen will. Wir schätzen die Zeit, die wir haben, nicht, bis sie abläuft. Doch wir haben uns bereits öfter verabschiedet, als du ahnst. Bald. Du bist das einzig Reine, das ich in die Welten gesetzt habe. Deshalb brauche ich dich zurück, als Ausgleich. Ich spüre deine Liebe, Vater. Und sie wird mich wärmen. Doch deine Welt gehört der Dunkelheit. Und ich muss Licht in ein neues Zeitalter bringen. Dann reiße sie mir aus dem Herzen. Brenne sie mir aus dem Schädel. Lass kein Gefühl für dich zurück, sonst wird das Leben unerträglich. Du wirst es ertragen. Leb wohl, Vater.
was hat dich diesmal besiegt? Ein pickliger Troll? Vater, sprich mit mir. Was ist geschehen? Hast du Balder gefunden? Balder, ja. Ich bin hier, um ihn zu retten. Bist du gekommen, uns zu helfen, mein Sohn? Nein, 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 nein. Ich wollte nicht. Es geht um mehr als Balder. Sie hat einen Plan. Das sehe ich nun klarer als zuvor. Vater, es gibt etwas, das du wissen solltest. Etwas, das du vormals wusstest. Ich will nichts davon hören. Nicht, wenn es mich von meinem Ziel abbringt. Warte. Ich weiß, was du gleich sagen wirst. Wenn du die Midgard-Schlange im Würgegriff hättest, bereit, ihr den Hals zu brechen. Was brächte dich dazu, loszulassen? Nichts. Nicht einmal der Tod. Also, wirst du zurückkehren. So oft es notwendig ist. Warum lodert dein Hass auf Hel mit solch heißer Flamme? Ich hasse sie nicht. Ich will nur Balder zurück. Jedoch fürchte ich, ich habe ein Ungeheuer erschaffen, welches das Ende der Welt bringen könnte. Sorge dich nicht, Schildmaid. Ich war es, der dich vervollständigte. Seltsam. Gerade sahst du anders aus. Doch nenne mich Herwör. Mein Name gehört nun wieder mir. Das freut mich für dich, Herwör. Du kommst also zu Kräften? In vielerlei Hinsicht ja, aber ich muss weiterhin essen. Bevor ich starb, überlebte ich jahrelang durch die Jagd. Dies werde ich auch hier tun. Pfeile sind hier schwer zu bekommen, falls du es nicht bemerkt hast. Kannst du welche erübrigen? Ich kann dir ein paar geben. Als Gegenleistung werde ich hier an deiner Seite kämpfen. Zwei überleben leichter. Ich habe den Kampf genossen und fühle mich umso stärker. Bleib meinem Reich fern, alter Mann. Erst will ich meinen Sohn sehen. Bist du sicher, dass er dich sehen will? Ha!
Harvey. Es gibt ein Wort für jene, die immer wieder dasselbe tun, ungeachtet des Ergebnisses. Ja, entschlossen. Du kannst nicht das Land an sich bekämpfen. Selbst jetzt greifen Wurzeln nach dir, um den Fremdkörper abzustoßen. Ich erschuf diese Welt. Nur durch mich wurde sie wahr und niemand verwehrt mir den Zugang zu einem Teil davon. Du ließ deinen verfaulten Stumpf zurück. Ich machte einen grausigen Garten daraus. Bleib meinem Reich fern, alter Mann! Erst will ich meinen Sohn sehen! Bist du sicher, dass er dich sehen will? Harvey, deine Reise ist beendet und doch kommst du immer wieder zurück. Und jedes Mal wird mein Blick schärfer und ich kundschafte mehr deiner Kriegsvorbereitungen aus. Während ich mehr über deine Schwachstellen erfahre. Nützliches Wissen, wenn unsere Heere zu Ragnarök aufeinandertreffen.